Alex, gehst noch eben raus, wenn der geschleppt hat, geschaut. Ja. Okay. Ja, 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 ich habe es noch gar nicht gesehen. Sich jetzt mal auf der rechten Startseite und so wie ich es bekommen habe, wollte ich gleich nochmal einen Synchronflug hier zeigen. Achso, der Akku kommt jetzt nicht nach vorne rutschen. Nein. Ja, und schon angekündigt. Wo ist denn der mit den blauen Flächen, Henning? Schön von rechts. Den habe ich noch nicht aufgebaut. Aber du hast ja dabei. Der ist fertig geworden. Ja, und wir sehen auch gleich, welche Energie aus dem Looping mitgenommen wird. Ja, man sieht den Nurflügler, wie er sich hier schön in der Thermik ganz tief hält. So soll es sein. Und dann gehen wir mal noch ganz kurz auf die DG1000 ein, auf die große. Ich will ganz kurz noch mal runter. Der ist weggelaufen, da kommt die kann ich nicht mit dir reden? Kannst du das hier so, jetzt habe ich neben mir den Uwe Riem vom Paritech. So, lieber Uwe, erzähl mal, wer ist geflogen? Ist der Nurflieger hat Martin geflogen? Ist der Nurflieger bei euch auch im Vertrieb? Ja, da sind wir jetzt gerade dran. Das sind die ersten Versuche, sowas vorzustellen. Ich rede gleich mit ihm. Okay. Schaut mal, Jungs. Sowas Schönes. Habt ihr das eben gesehen, diesen Nurflieger? Das ist ein traumhaftes Bild, oder? So, jetzt erzähl mal was über den Nurflieger. Hast du den entwickelt? Ich habe den komplett entwickelt. Das ist nicht der erste. Das ist inzwischen, ich würde mal sagen, der 10. ungefähr. Okay. Und dein Name ist? Mein Name ist Martin Koch. Ich komme aus Stuttgart. Fliege hauptsächlich oben an der Hahnweide. Also deshalb auch einen Flieger, der am Hang auch funktioniert und mit dem man auch mal schnell fliegen kann. Ja. Und was mir eben unheimlich wichtig war, dass man einen Nurflügel hat, der dreiachs gesteuert ist. Die meisten Nurflügel, oder eigentlich kann man keine Nurflügel dreiachs steuern. Also das bedeutet, du hast hier hinten ein Seitenruder, was läuft? Was läuft? Was auch wirklich wie ein Seitenruder funktioniert. Also ich kann deshalb auch so schön flach kreisen. Okay. Ist das jetzt nur zum Bremsen? Oder nein, das Seitenruder funktioniert über Auftrieb. Okay. Da ist nur einseitig arbeitet, erzeugt das Auftrieb immer auf der Kurveninnenseite. Ja, und erzeugt dadurch das Moment, was rumdreht. Das war ganz wichtig, dass man keine Leistung bekommt. Herrlich. Das Material? Kohlefaser. Also das geht's nicht. Ja. Carbon, ja klar. Ja. Weil sonst kriegt man die Festigkeit nicht rein. Aber man merkt das schon, der Schwerpunkt ist ziemlich... Ja, da ja genau. Durch die Feilung, entschuldige. Ja, ne? Ja, herrlich. Ist das jetzt ein S-Schlagbohrer, was du da verwendet hast? Nein, das sieht man ja. Also jetzt sehen wir näher. Guck mal hier, jetzt wird es interessant. Also das Thema mit dem S-Schlagprofil halte ich für den falschen Weg für den Nurflügel. Okay, beim Brett ist es okay, da macht es Sinn, aber für einen gefeilten Nurflügel brauche ich den S-Schlag nicht. Da stört auch das Moment nicht so sehr. Ich kann das Moment ausgleichen durch die Geometrie und kann dadurch viel leistungsstärkere Profile machen. Aha. Aber wie viel Prozent hast du jetzt hier drauf? Da sind jetzt 9% drauf und eine 1,8er Wölbung. Ja. Aber eben ein spezielles Profil, was auch die Flutter-Eigenschaften in den Griff bekommt. Das heißt also, dass nur die Resonanzen dann quasi auseinandergehen. Genau, dass mir der Flügel nicht anfängt zu flattern. Auch bei höherer Geschwindigkeit. Also Tipp, wir haben auch ein, unter Tipps haben wir einen Bericht über Flattern drin. Guckt da mal rein, dann wisst ihr genau, was damit gemeint ist. Das haben wir dann von einem sehr profunden Mann von der DL, also von der Deutschen Luftforschung bekommen. Ja. Also das ist ja ein, also wirklich ist eine
Ja, ist noch ein Unikat. Ja? Ich hoffe, es bleibt keins. Okay. Ich höre gerade dann von Haritech, vom Uwe, dass ihr euch da ein bisschen in diese Richtung annähert. Ja, wir sind da. Annähert. Genau. Ja, wunderschön. Also es macht wirklich Spaß. Das Flugbild ist außergewöhnlich. Auch man hat gesehen, dass eine Leistungsperformance, die größer ist als das, was man kennt. Wenn man jetzt ein S-Schlachtprofil hat, dann nimmt der einfach nur Fahrt auf und bleibt da kleben. Und der nimmt ja richtig Fahrt auf. Der nimmt richtig Fahrt auf, ja. Wenn so viele hier rumtouren, ist man ein bisschen vorsichtig. Aber was hat ihr denn für eine Spannweite hier? 2,90 Meter. Also und der ist. Das sind zwei Fragen. Die Winglets sind auch fest dran. Alles andere. Also lieben Dank für die Vorstellung. Gerne. Und wie hast du denn jetzt hier, fliegst du dann den Butterfly? Ja, die Mischerei ist ein bisschen aufwendig. Also wie gesagt, das Seitenruder, aber die Ruder außen immer nur eine Seite schön und dann die anderen beiden als Querruder hier ganz normal. Okay. Natürlich ohne Differenzierung, weil das geht beim Nurflügel nicht, sonst habe ich eine Höhenruderwirkung drin. Und dann eben kann ich über die drei Klappen die komplette Fläche wölben oder eben auch eine Butterfly-Stellung zum Landen. Eigentlich alles, was ich brauche. Den Schuh kannst du hier vorne abziehen. Ja, einfach dran ziehen. Ja? Geht ein bisschen stramm. Mach du mal. Da ist okay. Jetzt vorne alles drin. Ich zeig das mal den. Schaut mal hier rein. Ja, macht ja nichts. Das ist so ein bisschen. Aber cool gemacht. Cool gemacht. Ich hab das immer gerne, wenn man den Flieger einfach nur zusammensteckt. Ich weiß, es wird viele Freunde finden. Da bin ich von überzeugt, weil das ein Hochleistungselement ist. Ich gebe ihn dir wieder zurück zu vorhin. Ich bedanke mich recht herzlich und zum Schluss, Modellfliegen ist spitze. Danke dir. Okay.